Die Touristeninformationen in Hoyerswerda sollen das Bürgerzentrum ziehen. Einen entsprechenden Antrag der CDU, SPD und Linksfraktion passierte am Dienstag den Stadtrat. Die Verwaltung wird nun beauftragt, die entsprechenden räumlichen Vorbereitungen zu treffen. Die Info selbst soll künftig unter Federführung des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland betrieben werden. Bis dato ist sie der Lausitzhalle angegliedert. Aufgrund von Bauarbeiten im jetzigen Domizil wurde sie kurzfristig in den Servicebereich im Forum der Lausitzhalle verlegt. Allerdings wurde über einen neuen Standort seitdem diskutiert. Geht es nach den Plänen des Stadtrates, soll der Umzug zurück in die Altstadt im Januar 2017 abgeschlossen sein.